Ich habe von der Station so mal was gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Besucherinnen und Besucher, als Präsident des Vereins Erstrussischen Straßen- und Eisenbahnclub darf ich Sie bei uns recht herzlich begrüßen. Im Besonderen und eine große Freude ist es für mich, Herrn Bundesminister Rudolf Hunsdorfer bei uns zu begrüßen. Sowie den Herrn Landesrat Karl Wilping. Des Weiteren begrüße ich die Landtagsabgeordnete Madeleine Petrovic, die alle Jahre bei uns ist. Und natürlich nicht zu vergessen den Hausherrn Herrn Bürgermeister Tefo, Bürgermeister von Straßhof. Des Weiteren auch in langjähriger Besuch von uns unser Bezirkshauptmann, Herr Dr. Steinhauser. Und von den ÖBB, Herrn Wolfgang Smogawitz. Des Weiteren darf ich natürlich alle Mandatare begrüßen und last but not least die Vertreter der Presse. Werte Besucherinnen und Besucher des Jahres 2015, und das ist eine ganz besondere Saison, weil es ist die 31. 1984 haben wir das erste Mal offen gehabt und man kann mit anderen Worten sagen, dass eine ganze Generation an Besucherinnen und Besuchern durchgegangen ist, hier bei uns im Museum. Es gibt aber noch etwas Neues zu vermelden, und zwar diese Saison wird nicht so wie alle anderen vorher am 26. Oktober enden, sondern es wird die erste sein, wo Sie auch die Möglichkeit haben, bei uns in den Wintermonaten Eintritt zu erlangen. Das wiederum ist deswegen gekommen, weil der Niederösterreichische Landtag in einer der ersten Sitzungen heuer beschlossen hat, das Eisenbahnmuseum Straßhof zum Eisenbahnkompetenzzentrum zu ernennen. Das ist nicht nur eine Ehre für uns, sondern es ist ein Riesenschritt,
nämlich deswegen, da dadurch es möglich wurde, uns auch großzügig zu fördern. Und gleichzeitig hat dann dieser Landtag uns auch eine sehr großzügige Spende zukommen lassen, mit der es uns möglich ist, nicht nur das Grundstück zu erwerben, das ist ja schon vorher passiert, sondern wir konnten jetzt den Vertrag auch ratifizieren und sind auf die nächsten 20 Jahre nicht jetzt gebunden, nur für das Grundstück zu arbeiten, sondern können uns es auch leisten, andere Sachen zu bewerkstelligen, weiterhin Fahrzeuge zu renovieren und vor allem die Hallen aufzubauen, die so notwendig sind. Und es ist mir auch gleichzeitig gelungen, bereits eine Halle zu bestellen. Und wenn es uns gelingt, das wäre zumindest unser Ziel, soll es so sein, dass heuer noch die ersten 100 Meter der neuen Fahrzeughalle aufgestellt werden. Es hat aber nicht nur unser langjähriger Freund Karl Wiffling damit gearbeitet und das zu erlangen. Großer Dank gebührt natürlich unserem Landeshauptmann Erwin Bröll, dass das alles ermöglicht wurde und auch unserem Herrn Bürgermeister. Und wenn die Gemeinde nicht ständig uns helfen würde und uns da unterstützt und dort unterstützt, dann wäre das alles auch nicht möglich. Und ich habe immer gesagt, der Circulus Viciosus, dieser Teufelskreis, in dem wir uns die letzten 20 Jahre befunden haben, wo eben der Bund als Eigentümer der Sammlung gesagt hat, na, wir tun nichts, wenn nicht das Land was tut. Und das Land hat gesagt, der Bund muss was tun oder die Gemeinde. Und die ÖBB war auch verstrickt, die hätten auch was tun sollen, ist jetzt endlich durchbrochen worden. Wir haben es geschafft, dass das Land fördert, die Gemeinde und die ÖBB, indem sie uns großzügigerweise das Gelände überlassen hat. Und dafür vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank dafür, dass wir, dass unsere Arbeit belohnt wurde. Es gibt jetzt noch ein einziges Bindeglied, eine einzige Lücke, ich sage einmal im Kreis der Sponsoren und des Eisenbahnmuseums, und das ist der Eigentümer der Dampflokomotiven, nämlich der Bund. Und das, ich sehe es als Zeichen an, und es wird sicherlich auch so sein, dass gerade heute ein Bundesminister anwesend ist, und vielleicht gelingt es uns jetzt, diese Lücke auch noch zu schließen. Und mit diesen Worten darf ich gleich an den Herrn Bundesminister weitergeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderschönen Tag, liebe Ehrengäste, lieber Herr Landesrat. Danke, dass auch ich heute hier sein darf. Warum bin ich hier? Es gibt mehrere Gründe. Der eine Grund ist, ich bin in diesem Land unter anderem auch zuständig, gemeinsam mit der Innenministerin, für all diejenigen Menschen, die freiwillig, ehrenamtlich etwas tun. Und gerade hier, diese Aufrechterhaltung unserer Geschichte, diese Aufrechterhaltung unserer technologischen Geschichte, ist ganz einfach, geht ohne Ehrenamtliche nicht, geht nicht ohne Freiwillige, geht nicht ohne Menschen, die sagen, okay, ich gebe Zeit. Nämlich das ist in Wahrheit das Wertvollste, was wir haben, und dafür ein recht, recht herzliches Dankeschön. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, aufgrund der gesamten Neustrukturierung des Vereins bin ich jetzt auch auf einmal als Minister auch mit hineingekommen ins Boot, weil das Verkehrsarbeitsinspektorat gehört auch mir, zu meinem Ressort, und demzufolge müssen wir da jetzt auch eisenbahnrechtlich ein paar Dinge noch klären, aber auch das wird möglich sein. Mit guter Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft werden wir das auch sehr, sehr gut hinkriegen. Der dritte Grund ist, ich bin in diesem Land auch zuständig für Seniorinnen und Senioren. Und das ist ein Teil mit unserer Lebensgeschichte. Und so wie wir uns bemühen, für Seniorinnen und Senioren es so zu machen, dass sie diesen sogenannten dritten Lebensabschnitt mit Wohlstand sozial abgesichert auch leben können, so möchte ich Danke sagen, dass man hier einen Teil unserer Zeitgeschichte, einen Teil unserer technologischen Geschichte, unserer technischen Geschichte, denn die Dampfmaschine, die Dampflokomotive, aber vor allem die Dampfmaschine hat ja auch massiv nicht nur unser Verkehrsnetz verändert, sondern auch sehr massiv die Arbeitswelt verändert. Und es ist ganz einfach notwendig, auch wenn wir heute in einem sehr, sehr digitalisierten Zeitalter leben und wenn wir heute ohne Digitalisierung gar nicht mehr auskommen, ist es trotzdem notwendig, auch
solche Vereine zu haben, die sagen, ich möchte auch wissen, wo wohl vieles begonnen hat. Und dafür möchte ich Danke sagen und danke, dass das so ist. Und die Botschaft an den Bund ist mitgenommen. Ja, ist mitgenommen. Ich werde es den Kollegen Stöger entsprechend morgen ausrichten, weil das gehört ihm, aber Spaß beiseite. Wir werden unserer Verantwortung uns nicht drücken. Und dann gibt es einen letzten Grund. Ich komme aus einer Eisenbahnerfamilie. Meine halberten Onkel, mein Großvater, mein Bruder waren alle bei der ÖBB. Und demzufolge bin ich auch sehr viel mit Eisenbahn aufgewachsen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Sonntag. Ich wünsche den Verein das, was mit der Neukonzeption verbunden ist, dass das auch wirklich alles in Erfüllung geht. Und wir sind auch dabei, auch ein Sozialprojekt hier zu implementieren. Wir werden das morgen beginnen, dass wir auch Menschen, die schon sogenannt langzeitarbeitslos sind, vielleicht ihnen die Möglichkeit geben können, einer kleinen Gruppe von solchen Menschen, dass sie hier auch bei der Renovierung, bei der Instandhaltung, bei der Neugestaltung quasi, dass sie auch hier zumindest für eine gewisse Zeit herauskommen aus der Langzeitarbeitslosigkeit und hier auch mitarbeiten können, um ganz einfach auch wiederum selber sich einbringen zu können. In diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag und tun Sie es bitte nicht missverstehen, wenn ich die Veranstaltung jetzt verlasse. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern ich muss um 12 Uhr in der Nähe von Heinfeld bei einer anderen Veranstaltung sein und ein bisschen muss ich auf die Straßenverkehrsordnung, oder nicht nur ein bisschen, sondern ich muss auf die Straßenverkehrsordnung aufpassen. In diesem Sinne einen wunderschönen Sonntag. Danke, Herr Minister. Und ich darf gleich weitergeben an den Herrn Bürgermeister Teltl und seine Worte. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Besucherinnen und Besucher aus nah und fern, wenn man zusammenhält, dann kann man was bewegen. Das zeigt hier dieses Beispiel gemeinsam mit dem Verein, gemeinsam mit dem Land Niederösterreich, hier das Kompetenzzentrum erreicht zu haben. Und wie schon erwähnt, im heurigen Jahr wird nicht am 26. Oktober Schluss sein, sondern über den Winter auch durchgehen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen im Verein bedanken, die hier tagtäglich viele, viele zigtausende Arbeitsstunden leisten, um das hier aufrechterhalten zu können, dass wir noch in die Geschichte zurückschauen können, wie ist früher mal mit Dampflok betrieben worden, wie ist hier früher gefahren worden. Und ich kann mich erinnern, wie ich nach Stadtshof gekommen bin, sind hier aus der Hauptstrecke noch Dampfzüge unterwegs gewesen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für den heutigen Tag alles, alles Gute, viel Spaß im Eisenbahnmuseum und erzählen Sie es bitte weiter, dass noch viel, viel mehr Personen uns hier besuchen und dass der Verein hier weiter in seiner Tätigkeit gestärkt werden kann. Alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag. Petrovic, die uns jedes Jahr besucht und das glaube ich auch schon seit 20 Jahren oder noch länger. Ich komme jedes Jahr wirklich sehr, sehr gern hierher, manchmal auch zwischen den Saisonanfang und Ende, jetzt wird es ja gar nicht mehr geben, weil das wirklich ein Ort ist, wo sehr viel Geschichte stattgefunden hat, wo historische Maschinen und Lokomotiven nicht nur stehen, sondern fahren. Und es war immer meine Meinung, und ich weiß, das ist ja eine Debatte immer wieder mit dem Denkmalamt, kann, darf, soll man in Gerätemaschinen, die auch unter Schutz stehen, mit modernen Mitteln eingreifen. Und ich sage in diesem Fall, wenn es um Lokomotiven geht, ja natürlich. Eisenbahnen müssen fahren. Es nützt nichts, wenn sie irgendwo auf einem Podest stehen, sondern hier sieht man, hier ist ein Museum in Bewegung, ein Museum, das ganz aktuell ist und das auch eine Freizeitbeschäftigung, das ist eigentlich schon mehr als eine Freizeitbeschäftigung, für viele ehrenamtliche Bastlerinnen und Bastler, Lokführerinnen und Lokführer gibt und das ist eigentlich das Schönste, was man sagen kann. Immer wenn ich nach Straßhof komme, zumindest jetzt, bis jetzt war es so mit den Saisonanfang und Ende, sage ich, dann ist für mich wirklich Frühjahr und heuer ist es wirklich der Fall. Also einen wunderschönen Sonntag, gute Unterhaltung und ich werde es auf jeden Fall auch in mein Facebook und überall hineinsetzen und ein bisschen Werbung machen, denn das hat sich diese Einrichtung, dieses Kompetenzzentrum wirklich verdient. Alles Gute. Danke, Frau Petrovic. Lieber Andreas Kiesling, Frau Abgeordnete, Herr Bürgermeister, Herr Bezirksobmann, geschätzte Besucherinnen und Besucher des Heizhauses in Straßhof.
Ich bin 2011 Landesrat für öffentlichen Verkehr geworden und habe aus dem Grund dann 2012 zum ersten Mal das Andampfen in Straßhof begleiten können. Und damals hat Andreas Kiesling an mich diesen großen Wunsch geäußert, dass man diese Fläche hier von den österreichischen Bundesbahnen erwerben möchte, damit die Garantie besteht, dass hier dieses Eisenbahnmuseum Zukunft hat und damit man auch wirklich in diese Zukunft dann, um das Alte zu erhalten, auch investieren kann und verschiedenste Innovationen auf diesem Gelände gestalten kann. Und jetzt, 3 Jahre später, freue ich mich, darauf hinweisen zu können, dass uns Gott sei Dank alle dabei unterstützt haben. Zum einen natürlich ganz, ganz wichtig, der erste österreichische Straßenbahn- und Eisenbahnclub. Denn ohne diesen Club, der seit 1984 dieses Heizhaus hier betreibt, ohne die hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mittlerweile Tausende an Stunden dafür aufgewendet haben, hier diese Fläche zu erhalten, aber vor allem auch die Loks, die Waggons betriebsbereit zu halten bzw. für die Nachwelt zu erhalten, gäbe es diese Einrichtung nicht. Es ist ein großartiges Projekt, man kann auch fast sagen eines PPP-Modells, eines Private-Public-Partnership-Modells, weil natürlich braucht es auch Unterstützung durch Steuergelder, natürlich braucht es Unterstützung der Gemeinde Straßhof, damit das hier bestehen kann, aber es lebt von diesen Ehrenamtlichen, von diesen Freiwilligen, die hier Tag für Tag tätig sind und dieses Museum am Leben halten. Zum zweiten danke eben bei der Gemeinde Straßhof. Ihr seid sie wirklich in Niederösterreich höchstwahrscheinlich die einzige Gemeinde, die wirklich durch die Eisenbahn zur Gänze entstanden ist und auch durch Eisenbahner. Denn Sie wissen es, 1837 war hier die erste Eisenbahnstrecke von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram, die spätere Nordbahn. Und als diese Bahn verlängert wurde, sind im Strasserfeld, auf heutigem Gemeindegebiet von Straßhof, Bahnwärterhäuschen entstanden. Das waren die ersten Einwohner des heutigen Straßhof. Das heißt, hier haben wirklich die Eisenbahner die Funktion der Pioniere gehabt, wie im Fall nicht der Wilde Westen, sondern der Wilde Osten, der also hier dazu geführt hat, dass hier in Straßhof mittlerweile fast 9000 Einwohner wohnhaft sind und eben damals begonnen um 1838 mit den ersten Bahnwärterhäuschen, die hier errichtet wurden. Und so gesehen ist es ein würdiger Platz, auch hier dieses Museum zu betreiben, weil eben Straßhof von der Eisenbahn, durch die Eisenbahn und mit der Eisenbahn immer gelebt hat und das natürlich auch in Zukunft hochhalten wird. Zum dritten sage ich danke, und der war ja auch der wesentlichste Faktor, dass es dann möglich wurde, ich sage es jetzt ganz bewusst, dem Generaldirektor Kern von den österreichischen Bundesbahnen, weil es ist immer so, wenn man eine langjährige Erfahrung handelt und ich habe 27 Jahre mit den österreichischen Bundesbahnen verhandelt, aber es war dann ein Gespräch im Vorjahr mit dem Generaldirektor Kern, wo wir gesagt haben, natürlich steht diese Fläche verständlicherweise in den Bilanzen der österreichischen Bundesbahnen mit einem beträchtlichen Anteil an Summe, weil das Gelände natürlich auch, wenn man es jetzt widmen würde, zum Beispiel zum Bauland, sehr wertvoll wäre in der Nähe von Wien, aber wie mir gesagt, es wird nicht zum Bauland gewidmet werden, daher würden wir auch ersuchen, einen Preis zu finden, der auch angemessen ist, denn hier wollen wir nur in der Freizeit eben dieses Museum betreiben und das in die Zukunft, ins dritte Jahrtausend führen. Und Gott sei Dank haben wir uns hier auf einen Preis einigen können, der auch, ich sage jetzt bewusst, dem Hausverstand gerecht wird, sodass es damals auch möglich wurde, damit zu sagen, okay, und hier werden wir nun dieses erste niederösterreichische Kompetenzzentrum für museales Eisenbahnwesen gründen, damit auch das Land eine Handlungsfaden hat, das zu unterstützen, und wir haben uns bereit erklärt, eben für 2015 bis 2017 pro Jahr 100.000 Euro mit beizusteuern, damit eben hier dieses Gelände genau diese Aufgabe des Kompetenzzentrums in Zukunft erfüllen kann und damit auch mehr oder weniger die Grundlage und das Fundament dafür gelegt, dass dieses Eisenbahnmuseum nun dem Club gehört und damit auch in die Zukunft erhalten bleibt. Dafür sage ich auch meinem Landeshauptmann Evan Bröll danke, denn es war auch sein Wunsch, das zu realisieren, und er ist ja für die, und so gesehen ist es immer so, wie das Land hat ja kein Geld, nicht, da muss man auch offen reden. So, das Land kann nur Steuergelder weitergeben, und dieses Steuergeld kommt von ihrer Rundfunkabgabe. Das heißt, dafür, dass sie Fernsehen und Radio hören, zahlen sie auch eine Abgabe an das, und davon kriegt dann teuer das Land, und von dieser Rundfunkabgabe geben wir das Geld an euch weiter, damit eben hier auch kulturell, museal diese Aufgabe in Zukunft erledigt und erfüllt werden kann. Meine geschätzten Damen und Herren, es ist angesprochen worden, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dieses Kompetenzzentrum zu haben, weil eben Österreich und hier im speziellen Niederösterreich eine lange Eisenbahngeschichte hat, das Technische Museum 1999 sich bereit erklärt hat,
all die Schienenfahrzeuge, die Sie hatten, und hier sind ja viele im Bundeseigentum, nach Straßhof zu geben. Wir haben hier heute an die 80 Loks, über 180 Waggons, 8 betriebsbereite Dampfloks und wollen das eben in die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalten, um eben diese Eisenbahngeschichte zur Gänze zu dokumentieren. Und damit, auch das ist heute schon angesprochen worden, war es der Herr Bezirksorganisator, jetzt erst vor kurzem, ich glaube, eine Bewerbung abgegeben 2021 für das Machfeld als Landesausstellung. Wenn das etwas werden wird, und ich kann mir das nur wünschen als Weinviertler, dann wäre sicherlich auch Straßhof ganz, ganz sicher mitten im Zentrum und ganz, ganz sicher auch darüber nachzudenken, wie man gerade dieses Gelände hier mit dieser großartigen Idee der Region auch verbinden könnte. In dem Sinne allen ein herzliches Dankeschön und jetzt eins auch noch erkläre ich, die sehr aktive Saison, wenn man es anschaut, es gibt ja viele Kinderaktivitäten, Konzerte, ihr seid wieder bei der Langen Nacht der Museen dabei, beim Museumstag, beim Internationalen sowieso. Danke für diese Aktion, es lebt ja nicht nur von Herz, sondern jedes Wochenende gibt es hier großartigen Betrieb. In dem Sinne, danke für diese bisherige Arbeit, alles, alles Gute für die Zukunft und ich erkläre damit die Dampfsaison 2015 für eröffnet. Alles Gute, Glück auf! Wir haben ja einiges gehört und die 310er schließt eigentlich da nahtlos an. Als einer der Höhepunkte ihres Museumsdaseins, und da haben wir ja vorher gehört, die Rundfunkabgabe. Die Lokomotive war beim Neujahrskonzert zur Jahrtausendwende ganz groß im Fernsehen und TV zu sehen, international. Aber machen wir einen Sprung in die Geschichte. Baujahr 1911, eine Schnellzugslokomotive der K&K Staatsbahn. Sie fährt immerhin 100 Stundenkilometer schnell. Ist gebaut worden, extra für die Nordbahnstrecke, für die Streckeverbindung Wien-Prag. Und man kann sagen, sie war das, was für heute die ÖBB der Railjet ist, war für die K&K Staatsbahn die 310er. Eine Konstruktion von Karl Gölsdorf, einer der berühmtesten Lokomotivenkonstrukteure überhaupt. Und der kommt auch noch aus Österreich, da können wir auch stolz sein drauf. Und die Maschine ist 1961 in die staatliche Eisenbahnsammlung gekommen, stand viele Jahre auch vor dem Technischen Museum. Die ÖBB hat diese Lokomotive anlässlich des 150-Jahr-Jubiläum 1987 betriebsfähig hergerichtet. Sie war jahrelang für die ÖBB im Nostalgieeinsatz tätig. Sie hat dann einen neuen Kessel bekommen 1999 und seitdem ist die Maschine bei uns im Museum im Betrieb. Heute wieder am Regler mit dem Compact Ball. Danke für deine Hilfe, dass die Maschine über den Winter wieder tipptopp hergerichtet ist. Dankeschön. Woo!
alle. Also Dresdner war jetzt über 100 Jahre alt. Ja, wir werden es gleich erzählen. Ja, so um diese Zeit 1911, 1912, müssen Sie sich vorstellen, gab es nicht nur die staatliche Eisenbahn als großes Eisenbahnunternehmen der Monarchie, sondern es gab auch sehr viele Privatbahnen und da war die eine der größten, die Südbahn. Ja, und die Südbahn hat sich das nicht nehmen lassen, auch eine große Schnellzugslokomotive in Dienst zu stellen. Das waren die 109er. Sie hatte, wie Sie sehen, etwas kleinere Räder, weil sie keine richtige Flachland-Rennmaschine war, sondern das Südbahn-Rennpferd war ihr Spitzname. Und sie musste ja über den Semmering und auch nach Triest die Steigungen auch bewältigen können und daher eben diese Lokomotive etwas zugkräftiger ausgefallen. Und Privatbahnen haben müssen auch aufs Geld ein bisschen schauen. Die Technik ist ein bisschen einfacher, weil die Lokomotive kein Innentriebwerk hat und daher nicht so wartungsaufwendig waren als die großen Schnellzugslokomotiven der Staatseisenbahn. Ja, die 109er war eigentlich eine der ersten Schnellzugslokomotiven, die wir in der Sammlung 1977 beherbergen konnten. Und wir haben dann 1992 die Lokomotive in Budapest herrichten lassen. Das war eine der ersten großen Aktionen, die wir starten konnten, diese Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und mit den ehemaligen Ostblockstaaten haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit und da haben wir also diese Lokomotive herrichten lassen. Und sie ist auch heute wieder für Führerstandsmitfahrten für Sie unterwegs. Auf der Lok sind eigentlich zwei ÖBB-Techniker heute, die sonst in der Sicherungstechnik tätig sind. Der Herr Umgeher ist am Reger. Ja. Ich wünsche gute Abfahrt. Jetzt machen wir schon einen Sprung in der Geschichte. Wir sind 1943. In dieser unrühmlichen Zeit hatte man erkannt nach den furchtbaren Ereignissen auf der Ostfront, dass die ganze Planung dieses Terrorregimes zusammengebrochen ist. Man hat damals geglaubt, ein schnelles, mobiles Heer, alles nur mit LKWs motorisiert, auf die Beine stellen zu müssen. Der Nachschub ist dann zusammengebrochen an der Ostfront und man hat 1943 gesagt, man muss eine Kriegslok bauen, die braucht nur 6 Jahre halten, dann schmeißen wir sie weg, dann bauen wir wieder was Gescheites, damit man relativ rasch eben den Nachschub auf der Eisenbahn ermöglichen kann. Und so hat man innerhalb von wenigen Jahren über 6.800 Stück dieser Lokomotiven gebaut und das Schöne an dieser Lokomotive ist aber, dass sie von der Kriegslokomotive, der geplanten Kriegslokomotive, eigentlich zur europäischen Wiederaufbaulokomotive geworden ist. Weil nach 1945 hat man diese Lokomotiven von Norwegen, Frankreich bis Russland und der Türkei gefunden. Und diese Lokomotiven haben dann eigentlich die Hauptlast getragen, Europa wieder fit zu machen, wieder aufzubauen.
grenzübergreifend den Verkehr wieder zu ermöglichen. Und so konnte auch die ÖBB über 300 Lokomotiven in ihren Bestand nehmen. Und Strasshof hier ist genau der richtige Ort für diese 52er, weil das war eigentlich hier auch ein 52er Heizhaus, das ja erst 1953 in Betrieb gegangen ist. Und hier waren vorwiegend diese Maschinen stationiert. Wir haben die 52-100, das war wirklich ein Zufall, dass wir diese niedrige und runde Nummer gefunden haben, in Jugoslawien bei einem Stahlwerk entdeckt. Muss ich auf meiner Spickzettel nachschauen. Ja, und 1991 angekauft und ins Heizhaus hier gebracht und 1994 betriebsfähig hergerichtet. Und aufgrund dieser runden Nummer und dieser niedrigen Nummer haben wir die Lokomotive eben in diesem grauen Tarnanstrich eben versehen, und sie ist eigentlich unsere Hauptstütze im Nostalgie-Fahrsektor, wenn wir am Streckennetz der ÖBB unterwegs sind, ist meistens die 52er unterwegs. Sie sehen am Führerstand lauter junge Mitarbeiter, ich gratuliere auch noch herzlich nachträglich, die haben nämlich letztes Jahr die Heizerprüfung bestanden. Und der ganze junge Nachwuchs ist auch schon mit dabei an Bord, der eben dieses Handwerk mit erleben und erlernen soll, weil das ist eigentlich fast die wichtigere Aufgabe, dass man nämlich das Handwerk weitergibt, damit diese Lokomotiven auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Betrieb bleiben können. 52-100, bitte Abfahrt. So, und jetzt kommen wir jetzt machen wir einen großen Sprung zu der Dieseltraktion. Zeige ich Ihnen jetzt den Schienenbus, der wird jetzt gleich hereinkommen. Der ist gebaut worden 1965 von den Jenbacher Werken in Tirol. Es ist aber allerdings eigentlich eine deutsche Konstruktion. Und zwar war man bemüht, in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahren, auf den Regionalbahnen Rationalisierungsmaßnahmen einleiten zu können und die Dampflokomotive abzulösen. Wir haben ihn dann 2013 eben retten können. Er ist dann hierher gekommen, dann haben wir das Fahrzeug näher untersucht, sind draufgekommen. Ja, es ist nur ein Dieselmotor in Betrieb, der zweite war abgesteckt. Und wir haben also dann 2014 diese Antriebsanlage repariert, auch anschließend 2014 das Fahrzeug äußerlich hergerichtet. Mit diesem Schienenbus können Sie heute dann Geländefahrten unternehmen. Er wird dann unten am Bahnsteig neben dem Signal dort wegfahren. Was ganz Spezielles, man kann die Sitzlehnen in die Fahrtrichtung schwenken. Also wenn Sie mitfahren und wieder zurückfahren, können Sie den Sitz umdrehen und können dann wieder richtig in der richtigen Fahrtrichtung sitzen. Unser Hans Woder ist gerade hier am Führerstand. Kaum haben wir das Fahrzeug äußerlich hergerichtet, ist es auch schon unterwegs gewesen und hat einen Besuch im Eisenbahnmuseum in Budapest eben absolviert 2014. Damit dokumentieren wollen die Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich. Die 2043-53 haben wir letztes Jahr wieder in Betrieb nehmen können. Dem Wunsch der Löwok entsprechend lackiert. Und das Fahrzeug ist eigentlich letztes Jahr schon unterwegs gewesen bei der Saisoneröffnung, war es schon weg, konnte ich Ihnen gar nicht vorstellen. Heuer wird am 1. Mai wieder der Fahrbetrieb aufgenommen am Reblaus-Express zwischen Retz und Drossendorf. An den Wochenenden kann man hier mit dieser Lokomotive und einer wunderschönen zweiachsigen Wagengarnitur diese Strecke befahren. Wir haben jetzt im Winter eine umfassende Motorrevision durchgeführt und der Herr Präsident ist noch wirklich gestern im Schlosserquand Öl verschmiert im Motorraum gehockt und hat den Motor wieder zusammengebaut und das Fahrzeug in Betrieb nehmen können.
Heute am Führerstand ist unser Thomas Schumacher. Auch dieses Fahrzeug steht Ihnen für Führerstandsmitfahrten zur Verfügung. Gebaut ist das Fahrzeug 1973, ebenfalls von den Jembacher Werken. Und wenn man so zu Diesellokomotiven denkt, man sich, na gut, das ist so wie bei einem LKW, da ist ein Motor drinnen. Nein, da sind sogar drei Dieselmotoren drinnen, in verschiedenen Größen zugegebenermaßen. Der größte ist natürlich der Fahrdiesel, aber es gibt einen Heizdiesel für die Stromerzeugung, für die Waggons, damit die Waggons auch geheizt werden können, und einen Kompressor-Dieselmotor. Also es sind sogar drei Dieselmotoren da drinnen. Der ganz große, der ist jetzt abgestellt, weil sonst könnte man mich nicht mehr verstehen. Es ist doch relativ kräftig, dieser Motor. So, das war die Lokparade. Bitte noch ein kurzes Ständchen und dann wird schon der Sonderzug hereinkommen. Thank you.
Höher und niedriger machen muss, eine neue Lokomotive kommt, dann bringt das so aufs Gleis drauf. Und da ist so eine alte. Vielleicht heben möchtest du das Ding nicht. Wie schwer ist die Lok eigentlich? Also heben möchte ich sie nicht. Die hat 200 Kilo, hat das Wort. Ja. Ja, der Anhänger, der halt nachher. Haltet ihr auch ein Auto aus? Ein kleines schon, glaube ich. Alles, danke.
Elektrisch, oder? Ja. Aber elektrisch, oder? Direkt.
Ah, Motorradfahrerin haben wir jetzt. Na komm, in die Kurve legen. Ja. Ich hab gehört, doch besser. Rückenbahn und rechts? Ja, du.